So, Waffe gesammelt, bisschen Munition drinne, dann renne ich jetzt wieder Richtung HQ1. Da sind noch zwei drin, ne? Drei. Drei. Ich weiß halt, ob ich den einen, ob der eine wirklich down ist, das sehe ich ja nicht. Ja, für jeden drei Schuss sollte reichen. Du wieder für jeden 3 Schuss? Das ist ja nicht mal eine Erbse. Ja, ey, ich Das bin ist ja wirklich schlecht. Counter-Strike-Spieler, ja. Wenn du da 5 Schuss drin hattest, hast du gesagt, du kannst noch 5 Leute killen. So, ich laufe hinter den Hangars lang, ne? So, erstmal drumrum und durch die Wand gucken. Ich hab rote Kette. Ich nicht. Ich sehe noch alles. Jetzt bei HQ1. Bei dem kleinen Häuschen, oder? Jo. Ich laufe jetzt mal Ich sehe dahinter. dich. Zwei sind ganz unten. Und der dritte sitzt hinten in der Ecke. Also in dem langen Gang unten. Zwei liegen direkt am Eingang vor der Treppe, quasi vorm Treppenaufgang. Dann red mit Jana. Hi guys. Where are you from? Hello. Yes, if you put your weapon down, I'm friendly. Where from? We are friendly when you friendly are. Kann auch noch ein Dritter liegen, also ein Vierter, oder der ist tot. Nee, das müsste meine Leiche sein. Oh no, it's raining. Let me in, please. Was sagen Sie? We are friendly when you are friendly. Aber gucken alle auf die Tür. Überleg gerade, ob ich den da hinten durchs Fenster erschießen kann. Frag sie mal, ob sie überleben wollen. Wollt ihr überleben, Jungs? Im Knien funktioniert euer B-Pod übrigens nicht. Was? Sind die deutsch? Ich glaube ja. Aber oh, die sind voll leise. Das macht Einstein im Mikro. Redet lauter, ihr Schweine. Jetzt bücken sie sich auch an den Ecken. Ist einer von euch in der Nähe von mir? Will sich einer hier Ja. hinten ransetzen und gucken? Nö. Weil sonst ist die komplette Rückseite und alles vom HQ und vom Hangar und alles nicht mehr gedeckt. Falls Okay. noch ein Spieler auftaucht, das wäre schlecht. Okay, ne, dann lassen wir das. Ich überlege, ich mache einfach die Tür auf und versuche mal abzuballern. Ja, mach einfach die Tür auf und mach einfach die Tür auf, sag ich schon. Red einfach mit ihnen. Laber einfach die ganze Zeit irgendwas Blödes. Sagst, sie sollen sich ausziehen und rauskommen, wenn sie überleben wollen. Das tun sie, glaube ich, nicht. Dann werden sie da drin sterben. Ist euch nicht etwas langweilig da drin, Jungs? Guys, where are you from? You're not German?
Warum antwortet ihr mir nicht, wenn ihr Deutsch seid? Verdammt. Die verstehen dich nicht. Komm doch einfach rein und geh sterben. Was für Wichser. Haben die es zackert? Schreib doch, du kannst doch mit Minus schreiben. Na, dann sehen sie ja, dass sie noch mehr von uns drauf sind. Stimmt, na, das ist ja den Namen. Schade. Schnell ausloggen, einloggen, andere Namen haben. Aber ich mach mal die Tür auf, ich probier mal. Ich hör's schon gleich, tot. Ja, ja. Kann gut passieren. Könnt doch einfach mal durch so die... Ich schieß jetzt erstmal auf die Tür. Warte ganz kurz, aber warte erstmal ganz kurz. Ich verschiebe ein bisschen, dass ich... Nee, ich schieß jetzt. Wenn du draußen stirbst und einer will dich looten, treff man da vielleicht. Oh, 10 Schuss auf die Tür geballert. Jetzt werde ich ganz dreist 10 Schuss nachladen. Schieß durch die Tür durch. Habe ich probiert gerade, weil die ja dahinter sitzen. Kann man durch Türen schießen? Man kann auch durch Wände schießen. Echt? Ja, echt. Soll man durchschießen? Wenn da einer im Gang hinten... Ecke, kannst du mir mal sagen, wo der im Gang steht, von dir aus gesehen, damit du durchguckst? Von mir aus gesehen steht der unter der Treppe, ganz hinten rechts in der Ecke. Auf der Treppenseite. Auf der Treppenseite, an der Wand hinten, ne? Genau. Warte, ich geh gleich nochmal gucken. Wenn einer... Die Tür habt ihr ja noch, ja? Mhm. Dann gehe ich jetzt hier nochmal gucken. Könnt ihr das lesen? CFTZGV. Klar können wir lesen. Wir sind ja keine Analphabeten. Also ist es dieser CFTZGV. Der ist auf jeden Fall dabei. Okay. Ich schau jetzt mal. Der sitzt immer noch da hinten. Philipp und Simon sind alle dabei. Und Philipp und Simon? Schreibt, wir hören nichts. Also ich bin sicher, dass wir durch die Wände schießen können. Man kann durch die Wand schießen, ja. Also bei bestimmten Gebäuden und so kann man man kann auch durch so stehende Wände ballern, also... Hoffen wir mal, dass es bei der vielleicht auch klappt, ne? Wäre geil. Hast du gerade geschossen? Ja, ich versuche durch die Wand zu schießen, ich patze selber mal 5 Schuss durch. Einer krabbelt jetzt ins Gefängnis nach vorne. Sitzt jetzt am Fenster. Ne, hat sich wieder hingelegt. Ist da einer im Gang noch? Ja, ne? Ja, der sitzt immer noch hinten unter der Treppe, also ganz hinten an der Außenwand quasi. Der andere sitzt an der Treppe und der mit der orangenen Jacke ist im Gefängnis und guckt durch die Wand. Mensch, Jungs, mein Charakter wird hungrig. Was machen wir? Meiner ist nur energized. Halt die Gosch mit dir, redet keiner so. Jetzt macht er gleich die Tür. Nee, er geht wieder zurück. Einer geht jetzt nach oben. Der mit Orange geht nach oben. Okay. Ist jetzt oben. Sehe ich. Der ist geht in einen hinteren Raum rein? Nee? Nee, der ganz oben in der Ecke. Der will durch die Wand gucken. Ja, der schaut runter zu dir. Ihr habt den Einschuss gesehen. Ah, geil. War der knapp? Der war knapp oben, ja. Fuck. Aber der ist halt runtergerannt, der ist jetzt wieder unten. Ich muss in meine Position wechseln. Passt 6. Boah, die sind extrem leise. Er hat irgendwas mit, ey Leute gesagt und ich hab nicht verstanden. Open the door, please. Put your weapon on the ground. Open the door. Ach Mann, ich hab Bock zu sterben. Ich mach jetzt die Tür auf. Warte noch, warte noch. Ich bring mich noch in eine andere Position. Okay. Dass du wegen in die Tür hingucken kannst, wa? Oh, genau. Der außer Ecke bewegt sich jetzt vor. Vielleicht wollen sie jetzt abziehen gleich. Zwei komplett in grün und einer mit weiß und orange. Weiße Hose, oranges Oberteil. Der orange, der war oben.
Egal wohin die sich bewegen, die haben sie ja trotzdem komplett in Sicht da, ne? Ja, der Typ hat sich wieder hinten in die Ecke gesetzt. Aber jetzt auf die andere, jetzt wieder auf die linke, also auf die andere Seite. Jetzt rennt er verwirrt hin und her. Weil vielleicht habe ich ihn sogar gehittet, weil er hat nicht durch die Wand durchgeguckt. Er guckt durch die Wand schon wieder. Sitzt wieder auf der Treppenseite in der Ecke. Mann, mir fehlt ein Spieler, der hier einfach noch mitguckt. Kacke. Hallo, Spieler, hier bin ich. Ich glaube, einer kommt nach oben. Nee, sitzen jetzt zu dritt vor der Treppe. Okay, also nicht mal an der Treppe ist keiner mehr. Sind sie alle wieder vor der Treppe? Alle vor der Treppe, ja, genau. Zwei drehen sich immer im Kreis, Mann. Die könnte ich so schön treffen. Wenn die Tür offen wäre. Siehst du mich? Ich seh den, der unten an der Ecke da sitzt. Das bin ich. Das bist du, oder? Ich sitz hier außen. Ja, ja. Fox da, ja. Genau. Ich guck bloß durch die Wand bis jetzt. Mehr mach ich nicht. Aber Bebot, ich kann ihn nicht sehen bei dem Regen vor allen Dingen. Ich kann kaum mal sehen. Ich sitz genau vor dem HQ1 und schau in die Tür rein. Also du kannst die Tür aufmachen. Ja, ich komm auch noch mit runter. Zwei liegen da jetzt, also ich denke, da haben wir die schlechtere Position, ich weiß nicht. Nee, warte, ich komm auf, weil dann kann ich mich in der Bebo von vorne reingucken, weißt? Also warte noch, bis ich komme und dann geht's ab, die Luzi. Einer geht jetzt nach oben, ein Equip, da geht nach oben die Treppe. Geht auch wieder nach hinten in den Flur. Wenn er sich zeigt, ist er da. Guckt durch die Wand. Versucht durch die Wand zu gucken. Kannst du die Tür öffnen? Ich ärgere den oben mal ein bisschen. Soll ich es probieren? Ja, wenn es geht. Bewegt er sich? Na, lass mal den oben erstmal nochmal. Jetzt kommt er von oben nämlich wieder runter. Mal kurz gucken, was er machen. Die liegen da und gucken auf der Tür. Zu dritt. Zu dritt. Der Orangene kommt vor. Jetzt steht der Orangene. Orangene steckt seine Waffe weg. Jetzt klatscht er. Jetzt zeigt er den Finger seinen Kollegen. Jetzt macht er die Tür auf. Steht direkt an der Tür. Jetzt rennt er weg, Leute. Hättet warten sollen. Okay, ich gehe einfach mal rum jetzt. Ich guck jetzt nicht mehr. Warte, ich bin auch gleich oben, Na, dann guck ich noch, warte. Ich bin gleich bei den Hangars. Ja, ich bin auch bei der Orangene. Der Orangene an der Tür wieder der Orangene. Da sollen wir die Tür aufmachen, dann ist er tot. Jetzt rennt er wieder zurück. Jetzt zieht er wieder die Waffe und legt sich wieder hin. Bebold kommt zu dir mit hin, weil ich glaube da. Ich würde doch bloß die Tür aufmachen und versuchen, erstmal rückwärts dann wegzukommen. Die Wahrscheinlichkeit ist dafür aber wahrscheinlich gering. Mal gucken. Aber warte erst noch, bis ich da bin. Ja, ich warte auf dein Okay. Also zwei liegen, der Orange direkt geradezu, der andere rechts daneben, wenn man reinguckt, und der nächste sitzt rechts an der Treppe. Der sitzt aber nur. Aber die schauen alle zur Tür hin, ne? Schauen alle zur Tür. Einer futtert jetzt. Jetzt sitzen sie alle drei. Jetzt hocken sie alle drei nur noch. Warte, ich bin gleich beim Bebo. Ein Equipter kommt langsam nach vorn. Ich bin jetzt beim Bebo. Die werden nervös, die Leute. Die schauen Richtung Gefängnisfenster so ein bisschen gerade. Also wenn du jetzt die Tür öffnen könntest, das wäre perfekt. Ich schau genau in den Gang rein. Seid ihr jetzt da gerade beide? Ja, ja. Du auch, Headfax? Ja. Okay, dann komme ich jetzt rum. Kurz nochmal nach hinten geschaut, dass nicht noch andere Leute ankommen.
Ihr seht mich? Jo. Kriegst du die von da irgendwie geöffnet oder von der Gefängnisseite? Jetzt hier kriegst du geöffnet. Ich würde jetzt öffnen. 3, 2, 1. Ich habe einen getroffen, ich habe einen getroffen. Siehst du ihn, Beppo? Nö. Siehst du einen? Ihr habt was getroffen. Sind fast down. Haltet die Tür fest, haltet die Tür fest. Ich muss nachladen. Ich hab bloß den Schuss. Ich muss auch nachladen. Beppo, stell dich hoch, das siehst du. Ich hab beide down. Einer ist nur noch drinnen. Ich hab auch einen getroffen, auf jeden Fall am Anfang. So, 10 Schuss wieder dran. Ihr habt die Tür, ich guck nochmal, wo sie sitzen. Partner, ihr könnt rein. Hab's jetzt drei. Alle drei down. Nice. Ich guck trotzdem nochmal vorsichtshalber. Ich geh schnell rein, falls einer aufsteht. Ja, die liegen alle drei am Boden. Hab's oh, guys. Ich nehm grad immer noch auf. Ja. Der eine lebt hier noch. Jetzt nicht mehr. Ja, warte, ich verteile mit der Magnum ein paar Kopfnüsse. Nee, warte, der Orangene war dieser CF, der ist tot. Die haben ja alle keinen Puls mehr. Simon hat auch keinen Puls. Und das hier hinten Essen. Bin ich. Essen. Alter. Du schließt mal die Tür, ne? Der hat gutes Zeug. Mann, haben wir die zusammen gematscht, ey. Der hat eine Magnum. Ja, Munitionsbox mit Mose-Munition drin, perfekt. War ist fluid, aber den kann ich splitten. Komplette FNX. Oh yeah. Die stecke ich mal ein, wa? Ja, Mädels, das nennt man taktisches Vorgehen. Niemand wollte überleben. Wir haben euch die Wahl gelassen.